Klimaaktivisten der sogenannten Letzten Generation haben das Bundeskanzleramt heute ins Visier genommen. Dutzende Mitglieder beschmierten das Gebäude mit orangener Farbe und schrieben die Aufschrift Olaf lügt an die Wand des Kanzleramts. Polizisten in Uniform und in Zivil schritten sofort ein und warfen die Aktivisten unter anderem zu Boden, wie wir hier sehen. Sie beschmierten die linke Seite des Regierungssitzes sowie den Fußboden. Und auch Klimaextremistin-Chefin Carla Hinrichs war bei dieser Aktion dabei. Sie werfen Bundeskanzler Olaf Scholz Untätigkeit in der Klimapolitik vor.